Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jack 3. Beim letzten Mal haben wir dieses Auto für Lebenszeit gewonnen. Und dann wurden wir ausgeschickt, um aus dem Sandsturm erschienene antike Artefakte zu sammeln. Und genau das wollen wir jetzt tun. Während irgendwelche anderen Leute, die aus bestimmt irgendwelchen guten Gründen mitten in der Wüste in bewaffneten Autos durch die Gegend fahren, anscheinend hinter uns her sind und uns beschießen, während wir in einem Auto unterwegs sind, das keinerlei Verteidigungsmöglichkeit hat, weil das fair ist. Okay, jetzt ist es da vorne hin. Ist gut, dass wir zum einen die Lichtsäulen und zum anderen die Karte haben, wo drauf steht, wo die ganzen Artefakte jeweils sind. Das macht es einfacher. Interessanterweise hat uns Deimos, der König von Spargus, gesagt, sammelt so viele, wie ihr könnt und kommt dann zurück, denn Sandsturm tötet euch und so. Das hat fast... Artefakt, das wir sammeln müssen. Und ja, wenn wir dann irgendeins davon nicht kriegen, dann müssen wir die Mission dann nochmal neu starten. Was weniger ist, sammelt so viele wie ihr könnt und ne, sonst geht ihr mir noch drauf. Sondern ein holt alle und kommt erst dann wieder. Und wenn ihr das nicht schafft, dann seid ihr halt tot. Pech gehabt. Was wiederum nicht besonders viel Sinn macht, denn die wollen ja die Artefakte haben. Also sollte es eigentlich viel mehr Sinn machen, wenn es wirklich wäre. Sammle so viele wie du kannst. Und dann kommt zurück, denn dann haben wir wenigstens welche, anstatt uns eben einfach sterben zu lassen. Wenn wir nicht alle sammeln. Das ist ein bisschen verwirrend, aber wie gesagt, vielleicht darf man einfach nicht zu viel drüber nachdenken. Ja. Yeah. Ich wünsche wenigstens, die Feinde könnten nicht irgendwo direkt vor uns spawnen. So, warum sind hier vorne einfach irgendwelche Typen mit bewaffneten Autos unterwegs, direkt aus der Richtung der Straße? Und warum wollen die uns umbringen? Und warum sind die überhaupt da? Ich bin mir nicht sicher. Gut gemacht. Das war knapp. Naja, es geht. Den Artefakten und die werden wir gut verwenden. Natürlich werden wir die gut verwenden. Was du gefunden hast, ist sehr selten. Hacker sagt, Ma trug sie im großen Kampf um den Planeten vor langer Zeit. Erhalte sie. Glaub mir, du wirst sie brauchen. Wuhu, wir haben Rüstung gekriegt. Du hast neue Panzerung erhalten. Yay. Ja. Und dadurch kriegen wir mehr Max-HP. Denn wir haben jetzt eine Rüstung an. Ist nicht, dass wir dadurch weniger Schaden nehmen, dass wir Rüstung tragen, sondern wir haben einfach mehr Max-HP, weil wir Rüstung tragen. Das macht Sinn. Oder zumindest so halb. Wir tun einfach mal so, als würde das Sinn machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man da oben an den Precursor auch drankommt. Das geht bestimmt irgendwie. Man müsste nur wissen, wie. Mal schauen wir erstmal, was Pfeilgesicht für uns hat. Ihr seid immer noch hier? Ja, sieht so aus, ne? Ah, Seam heißt du. Und hüten die Geheimnisse der Precursor. Diese Sprungtiere bringen uns dorthin, wo ihr nicht hin könnt. Mann, die futtert vielleicht was weg? Vorhin hat eins im ganzen Schub Känguru-Ratten verputzt. Dämliche Ratten. Lieber einfach sie.
Und wie wär's mit Nein? Hey! Mehr Rennen! Wir hatten noch nicht genug Rennen gefahren, bis jetzt. Wie man sieht, offensichtlich. Yeah. Okay, jetzt kann man... Wenn man die Kamera vernünftig... Wo habe ich Schaden genommen? Aber wenn die Kamera vernünftig gedreht hat, sieht man zumindest ein bisschen so ein... Okay, ich habe keinen Schaden genommen. Ich werde einfach nur von den Leuten zurückgedrückt, wenn ich gegen sie springe anscheinend. Wie fies. Das macht das Überholen schwieriger. Ja, wie gesagt, ne? Was will dieses Spiel genau sein? Ich glaube, sie wollten eigentlich ein Rennspiel machen und das haben sie danach dann ja auch gemacht. Jack X existiert schließlich. Man kommt um eine Kurve, kann unmöglich sehen, dass der Ring da oben sein wird und dann, ja. Ja, wie gesagt, ich habe so das Gefühl, die wollen eigentlich mehr ein Rennspiel machen als alles andere und das haben sie dann als nächstes auch einfach gemacht. Und das letzte Jack-Spiel, das hier existiert hat, Jack X. Was natürlich Sinn macht, nach 3 Nummer 10 zu machen. Das ist sehr Final Fantasy von denen. Jetzt haben wir ein bisschen Vorsprung. So einem Grund sind uns diesmal nicht so ganz gut hinterhergekommen. Na, jetzt haben sie aber ordentlich aufgeholt. Die ganzen armen Leute, die wir umrennen. Die können auch nicht dafür, dass sie mitten auf einer Rennstrecke von Mönchen rumlaufen. Meine. Und, ja, wunderbar. Natürlich ganz am Ende noch überholt worden, weil die... Kreisen wieder an Stellen gespawnt, wo ich sie nicht vernünftig sehen konnte. Mein Favorit. Also, auf ein drittes. Außerdem muss ich feststellen, dass das mit dem, der nächste Ring wird angezeigt, anscheinend nur damit zusammenhing, dass die Mönche schon durch den Ring durch waren, weil anscheinend der komische leichte Umriss, den man dann von dem nächsten Kreis sieht, nur dann da ist, wenn die Mönche vor einem sind, weil sie dann da durchgehen und dann entsprechend der nächste Ring erscheint. Was natürlich auch ein sinnvolles Game Design ist, mir zu zeigen, wo die Feinde als nächstes hinlaufen, anstatt mir anzuzeigen, wo einfach der nächste Streckenpunkt ist. Oder weiß nicht, einfach eine verdammte Strecke auf die Karte zu malen, der man folgen muss. Nein. Das hier macht viel mehr Sinn. Naja. Na, wenigstens schicken uns die Richtungen der Ringe immer noch relativ gut in die richtige Richtung. Okay. Oh ja. Ha, wir haben sie gründlich gezeigt. Zurück, du ekliges Vieh. Gut gemacht. Der Kristall gehört dir. Ja, warum genau hast du einen hellen Kristall darauf verwettet, dass wir nicht gewinnen? Und gib sie bitte wieder zurück, wenn du stirbst. Das habe ich nicht vor. Warum bist du so vom Tod besessen? Das ist der Grund. Der Tagesstern nähert sich und wird täglich heller. Unserem Planeten steht die letzte Prüfung bevor. Der Tagesstern, ah ja, der anscheinend immer größer wird. Das ist bestimmt kein Meteorit oder so. Du hast einen hellen Eco-Kristall erhalten, okay?
Cool. Und anscheinend dürfen wir jetzt wieder zu Kleber zurück. Zumindest habe ich so bis jetzt das, den Eindruck, dass das Kleber-Symbol ist. Ich muss wirklich sagen, im Gegensatz zu Jack 2 ist es verdammt angenehm, durch die Stadt laufen zu können, aus Versehen Leute anzurammen und trotzdem nicht die ganze Zeit die Stadtwache in seinem Herz zu haben. Und auch nicht die ganze Zeit dem Verkehr ausweichen zu müssen und so. Das ist schon ganz nett. Muss ich ja zugeben. Nee. Ich will da hoch. Ich will erkunden. Manchmal ist auf den Sprung extra schwieriger zu erkunden, als es sein sollte. Na, okay, ich dachte, ich hätte hier irgendwas gesehen. Aber hier ist gar nichts. Da, Kamera. Kamera ist auch ein bisschen widerspenstiger, als ich sie gerne hätte. Insgesamt. Na, PS2-Spiel halt. Da hatten es einige noch nicht so ganz mit der Kamera raus. Wenn wir mal ehrlich sind. Ah, hier sonst noch irgendwann? Sagt da oben. Das sind halt die, wo wir das Jetboard für brauchen. Aha, da haben wir nochmal einen gefunden. Also haben wir hier eine Leiter. Mit Leitern können wir das nicht hochklettern. Wie wir schon ganz am Anfang in der Arena gelernt haben. Hi, gibst du mir mehr Max-Ausdauer? Nein, das ist ein anderes Spiel. Ja, aber da kriegen wir noch mehr Orbs. Und wie gesagt, hier fängt man dann mit dem Grinden an. Und dann... Ja, es sind noch Geheimnisse im Kauf verfügbar. Vielleicht sollten wir das nicht mal in die Geheimnisse schauen. Damit das da nicht jedes Mal steht. Wo haben wir die denn? Bestenliste, Inventar, Optionen, Geheimnisse. Klar, die Fragezeichen. 600 sind's. Wir haben 38 von 600 gesammelt. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Aufrüstung hier. Verrückter Kram. Ändere den Spitzbart. Großer Kopfmodus, kleiner Kopfmodus. Klebers Windel. Schlechtes Wetter, Spiegelwelt. Schnelle Filme, langsame Filme. Ich glaube, allzu viel wollen wir damit noch gar nicht anfangen. Ich meine, die einzig wirklich interessanten sind sowieso in die Kunstgalerie. Cheats natürlich. Und die Fahrzeug- und Waffenaufrüstung sind ja auch ganz nett. Der verrückte Kram ist zwar ganz witzig, aber ich glaube, während man noch im Playthrough ist, brauche ich jetzt nicht unbedingt großer Kopfmodus. Ist zwar lustig, muss ich jetzt aber nicht unbedingt haben. Stattdessen gehen wir mal zu Kleber rüber. Macht auf die Tür, die Tor macht weit. Es ist Jack-Zeit. Habt ihr Lust auf ein bisschen Action? Ich hab immer Lust auf Action. Zeigt nicht allzu weit von hier eine Gruppe von Metallschädeln in der Wüste. Metallschädel, Feinde. Metallschädel. Mindestens so sehr, wie ich euch hasse. Und ihr müsst euer Können noch beweisen. Stoppt diese Fieslinge und macht sie fertig. Wer weiß, vielleicht bekommt ihr auch was Schönes dafür. Ich hab so das Gefühl, du lässt den gefährlichen Teil aus. Sind Metallschädel. Ein paar ganz üble Vibes. Das ist der gefährliche Teil, oder? Ja, nicht umsonst. Entspann dich. Metallschädel sind doch ein Klacks. Habt ihr schon mal Wüstenmetallschädel gesehen? Nein. Wieso? Nur nichts. Meine Neugier. Schnappt sie euch, ihr Helden. Ja, wir sind in der Tat die Helden, die sich jetzt diese Feinde schnappen werden. Das hast du gut erkannt. Da kriegen wir vor allem ein neues Auto. Den Sandhai. Der, wichtigerweise, das hier hat. Wuhu! Wir können uns endlich wehren. Wir haben endlich mal eine Möglichkeit, uns Feinde vom Leib zu halten, indem wir sie in die Luft jagen. Wenn sich das Ding jetzt noch etwas besser fahren ließe, wäre ich noch glücklicher. Und was passiert, wenn er einen rammt? Man nimmt minimalen Schaden. Ich werde keiner auch deutlich mehr Schaden machen, aber... dem ist gerade nicht so passiert. Er hat auch eine Kanone auf dem Rücken, weil... Das ist ein Metallschädel. Natürlich hat er Kanonen auf dem Rücken. Warum sollte er das nicht haben? Na komm, geh drauf.
Ja, wenn die Dinger eins haben, dann ist es definitiv viel zu viel HP. Wie man schon sieht. Man sollte nicht unbedingt so lange dauern, einen davon umzulegen. Play, kannst du mir mal den Gefallen tun und sterben? Ja, endlich. Oh, lässt du mir ein paar Metallschädel fallen? Nö, warum auch? Warum sollte der Metallschädel mir auch Metallschädel geben? Freches Wort. Deswegen müssen wir jetzt den nächsten suchen gehen. Glücklicherweise ist er relativ nah dran. Wir haben ihn gerade schon hier so rumstampfen sehen. Der läuft anscheinend im Kreis um diese Säule rum. Ah, und der schießt auch tatsächlich mit seiner Kanone. Das ist ein cleverer Metallschädel. Er nutzt seine Waffen, die irgendwie Teil seiner Natur sind. Oder aufgebaut sind und er trotzdem irgendwie weiß, wie er die Kanone vernünftig verwendet. Und irgendwie ist er deutlich schneller gestorben als der letzte. Da hätte ich jetzt gehofft, dass der auch ordentlich schnell stirbt, aber der lebt noch und rennt auch noch. Und wir sind an einem Baum hängen geblieben. Blöd, Bäume. Warum wachsen hier Bäume mitten in der Wüste? Ich frage mich auch, wie die Kanonen aktivieren. Sind die Gedanken gesteuert? Ziehen dafür ihre Bauchmuskeln zusammen, um auf den Abzug zu drücken? Sitzt da irgendwo oben einer drin und feuert das Teil? Wie genau funktionieren die? Ich weiß, eine vollkommen unnötige Frage zu stellen. Nichtsdestotrotz ist so, das ist eine Frage, die mir durch den Kopf geht, wenn ich so mal sehe. Wie feuerst du deine Waffe? Ja, war die Waffe schon immer Teil von dir oder haben sie die aufgebaut? Weil das sieht eher so aus, als sei die aufgebaut, als sei das einfach Teil von ihm. Ja, wenn dir die eine aufgebaut hat, wer hat die aufgebaut? Andere Metallschädel? Wir wissen es nicht. Das ist Lore, das glaube ich nicht erklärt wird. Ich erinnere mich zumindest nicht daran, das mal im Lore gelernt zu haben. Wenn das die Zahl nicht auf 0 runtergegangen ist, hätte mir sagen können, dass der wahrscheinlich noch nicht tot ist. Aber da der so umgefallen ist, habe ich irgendwie gedacht, der ist wahrscheinlich tot. Aber jetzt ist er tot. Roar! Hey, guck mal, der hat noch einen dunklen Kristall fallen gelassen und irgendwas anderes. Oh. Ja, dem hast du so richtig gegeben. Oh Mann, das war's. Das Gesicht kam mir bekannt vor. Ja, gut, dass sie sehr schlechte Hologramme haben. Komm schon, Großer, gehen wir zurück. Die Wüste ist mir unheimlich. Ja, wenn es gute Hologramme gewesen wären, hätten wir wahrscheinlich sehen können, wer es war. Aber so konnten wir das nicht. Clever. Schlechte Hologrammtechnik. Was wir mal eben tun sollten, ist auf die Karte zu schauen. Und wir stellen fest, ist groß. Und groß. In erster Linie groß. Und vor allem haben wir jede Menge grüne Teile, die wir hier aktivieren können. Also gehen wir mal ein bisschen erkunden. Schauen wir nochmal, was es hier so gibt. Oh. Oh, hier müssen wir 4 einsetzen. Ah ja, finde diesen Orb. Hm? Ja, wenn man erstmal die Hälfte der Zeit damit verbringt, zu wenden. Ist das hier oben irgendwo? Es hat auf jeden Fall diesen... Ja, da vorne ist er. Es hatte den Turm von Spargus im Hintergrund, von daher habe ich gedacht, es ist bestimmt irgendwo in die Richtung. War es auch. Zack, mehr Boosts, dankeschön. Oh, guck mal, da kommt noch ein Boost auf mich angefahren. Hallo, Boost! Danke.
Ist nett, wenn einfach mal Boosts auf einen zukommen. Okay. Fahrzeug so gedreht, dass wir damit in eine sinnvolle Richtung fahren können. Finde diesen Ort schnell oder werde zu Versager. Okay, finde diesen Orb. Okay. Okay, es sind 10 Sekunden Reichweite, das heißt, es muss irgendwo sehr nah dran sein. Aber wo? Es sah definitiv auch nach etwas aus, wo wir hinspringen müssen und nicht nur hinfahren können. Okay, wo sieht's so auf dem Boden aus? Und warum werde ich in dem Auto so dahingestellt, dass es genau in die falsche Richtung guckt? Okay, aber wenn sie mich ins Auto packen, gehe ich mal davon aus, dass ich mit dem Auto holen muss. Ah, da vorne ist er. Okay. Na, wenn jetzt alles auch noch so rumstehen würde, dass man in eine sinnvolle Richtung guckt beim Start. Aber na gut, wir haben es trotzdem gekriegt. Und dann war jetzt ganz da hinten, glaube ich, noch einer. Ich habe es gerade auf der Karte richtig gesehen. Ich meine, ja. Ich gehe mal davon aus, dass die Krone das Zeichen von Damos ist. Was der eine neue Mission für uns hat. Oder die Faust ist Kleber. Das Mönchgesicht ist der Mönch. Das ist irgendwie relativ simpel. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Krone das Zeichen für den König ist. Das würde zumindest Sinn machen. Ja, und hier vorne war in der Tat noch eine Challenge. Wollen wir doch mal schauen, was wir hier vorne noch so haben. Mitten im Nirgendwo. Hi. Danke fürs Kaputtgehen. Zeig uns, wie schnell du bist. Kannst du mir folgen und mich am Ende einholen? Okay, sei schnell, kannst du mir folgen? Dann verschwinde ich und du verlierst diese Herausforderung. Ja, das ist wahrscheinlich wieder durch Ringe fahren. Gehe ich mal von aus. Oder sowas in der Richtung. Okay, wir folgen einem Lichtstrahl. Ein verdammt schneller Lichtstrahl. Aber ich meine, für einen Lichtstrahl ist er verdammt langsam. Muss ich einfach nur in Hörreichweite von dem Ding bleiben? Oh, shit. War eine Haselandung. In anderen Spielen wäre mein Auto vermutlich gerade explodiert, weil ich frontal von der Klippe gefallen bin. Glücklicherweise ist das ein Sandhai. Der kann das. Der hat kein Problem damit, einfach mal von irgendwelchen Klippen zu fallen. Ich kann den Lichtschrauben noch abballern. Nicht, dass es was tun würde. Aber ich kann einfach mal lustig durch die Gegend schießen. Es war gut, dass wir einen Sandhai haben. Für diese Mission. Ich gehe mal davon aus, das Ding wird mit einer festen Geschwindigkeit fahren. Sprich, wenn man dann mit einem der langsameren Fahrzeuge hinter dem herfährt, könnte etwas schwieriger werden. Ich häng fest. Ah, okay. Jetzt bin ich durchgefahren. Wunderbar. Haben wir das auch abgeschlossen. Da fehlt ja nur noch das Rennen auf Silber bzw. auf Gold zu holen für mehr Orbs hier draußen. Aber ich meine, wie gesagt, kein großes Interesse daran. Ja, alles schön und gut. Aber nein, danke. Mhm. Ich wollte eigentlich einen Boost haben, aber der ist irgendwie nicht explodiert. Dann muss ich das wohl so hinnehmen. Stattdessen fahren wir aber wieder zurück zur Stadt. Hier draußen ist ja nichts mehr. Also mal. Wunderbar. Dann machen wir bitte wieder die Tür auf. Sehr nett. Schanke dünn. Und dann
Habe ich hier direkt wieder neue Challenges, sehe ich. Ich würde aber sagen, bevor wir uns hier an die nächsten 4 unserer 12 Schädelsteine machen, machen wir erstmal eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir einen weiteren Orb suchen werden. Bis dahin. Aloha.